Liebe werdende Mama, der Sinn dieser geführten tiefen Entspannung ist, dir dabei zu helfen, deine Gedanken, Gefühle und Handlungen während der Schwangerschaft immer wieder positiv auszurichten. Zudem wirst du dich nach dieser tiefen Entspannung gestärkt, selbstsicher und voller frischer Energie fühlen. Es ist eine gute Idee, diese geführte Bilderreise mindestens einmal pro Woche zu hören und auch dann, wenn du das Gefühl hast, sie zu brauchen. Mit dieser tiefen Entspannung wirst du bereits vorgeburtlich den liebenden Kontakt zu deinem Kind aufnehmen und deine Liebe und deine Wertschätzung wird jetzt schon bei deinem Baby ankommen. Denn du weißt es ja, es gibt keine Grenzen. Lass uns also gleich beginnen. Nehme dir nun etwas Zeit, um zur Ruhe zu kommen. Einige Minuten der tiefen, grenzenlosen Entspannung und eine kurze Auszeit aus deinem Alltag. Setze oder lege dich dazu bequem hin und nimm einige tiefe Atemzüge. Erlaube deinem Körper, sich zu entspannen und völlig loszulassen. Lasse dabei alle Gedanken kommen und sie einfach wieder weiterziehen, wie Wölklein am Himmel. Fokussiere dich nur auf dieses Hier und Jetzt, diesen einen Atemzug, und schenke der Gegenwart deine volle Aufmerksamkeit. Schließe deine Augen und erlaube deinem Körper, sich zu entspannen. Atme tiefer, langsamer und komme immer mehr in deine Ruhe. Fokussiere dich einen Moment lang auf deinen Atem und fühle, wie er langsamer wird und du dadurch in die Ruhe kommst. Fühle, wie dein Atem mit deinem Herzen kommuniziert und es beruhigt. Lass es ruhig und gleichmäßig schlagen. Und schwinge dich ein in deine Herzenergie. Lass sie dich einhüllen wie strahlend weißes Licht. Und du atmest ein und aus. Und vielleicht möchtest du dazu ein Lächeln in dein Gesicht zaubern. Ein und ausatmen. Und dabei geschieht völliges Loslassen. Spüre diese angenehme Ruhe, welche dein Atem mit sich bringt. Fühle, wie wohltuend es ist, wenn sich dein Herz mit deinem Atem verbindet und dein Herz ruhig und beständig schlägt. Und wenn du magst, kannst du nun wiederum deine Hände auf deinen Bauch legen. Spüre die Wärme und die Nähe zu deinem Kind. Spüre die liebevolle Verbindung zwischen euch und stelle dir nun eine alte, große, braune Schatzkiste vor deinem inneren Auge vor. Kannst du sie sehen?
Wie fühlt sie sich an, wenn du sie berührst in deiner Vorstellung? Rau, glatt oder rostig? Zum Öffnen der Truhe benötigst du ihren Schlüssel. Du stehst in einer dunklen Höhle. Nur du und deine Schatztruhe befinden sich in ihr. Es ist unmöglich, in dieser Dunkelheit den Schlüssel für sie zu finden. Du beginnst, dich am Boden voranzutasten. Ein kurzer Moment der Unruhe steigt in dir auf. Du atmest tief durch und kriechst weiter, Stück für Stück, Meter für Meter. Irgendwo in dieser Höhle hat sich der Schlüssel deiner Schatztruhe versteckt. Deine Hände sind schon voller Staub. Du suchst weiter. Deine Hände ertasten sich den Weg durch die dunkle, staubige Höhle. Und auf einmal spürst du etwas Hartes unter deinen Fingern. Du beginnst danach zu graben. Ein leichtes Glitzern und Leuchten erscheint. Dein Schlüssel wird sichtbar. Du hast ihn gefunden. Und du hältst einen kurzen Moment lang inne und spürst ihn glücklich in deinen Händen. Den Schlüssel zur Schatztruhe. Und dann ertastest du dir den Weg zurück. Zurück zu deiner Schatztruhe und fügst den Schlüssel in ihr Schloss. Langsam beginnst du die Truhe zu öffnen. In ihr funkelt und glänzt es. Die verschiedensten Gegenstände wurden in ihr gesammelt und sie wurde gefüllt mit wertvollsten Schätzen, schönsten Erinnerungen und bewegenden Momenten. Welche Gegenstände kannst du erkennen? Womit ist diese Schatztruhe gefüllt, die du soeben geöffnet hast? Ist sie vielleicht prall gefüllt oder liegen darin nur sehr ausgewählte, wenige Schätze? Welches Gefühl hat dich beim Öffnen der Truhe begleitet? Ein freudig aufgeregtes oder warst du eher zurückhaltend und abwartend? Diese Schatztruhe steht symbolisch für die zahlreichen Erlebnisse, die Erfahrungen und Gefühle, die du in deinem Leben bereits sammeln durftest. Für all die Gefühle und Eindrücke, die dich geprägt haben und die dich zu dem wundervollen Menschen gemacht haben, der du heute bist. Deine Schatztruhe ist nun geöffnet und bereit, um weitere großartige Gefühle und Erlebnisse aufzunehmen. Erlebnisse, von denen du heute vielleicht noch gar nicht ahnst, wie wertvoll sie dein Leben bereichern werden. Viel Neues und Unbekanntes steht dir bevor. Zu bisher unmöglich geglaubtem wirst du fähig sein. Und manch alte Schätze werden auf einmal klein und von neuen Schätzen übertroffen. Und den größten Schatz trägst du bereits unter deinem Herzen. Dein Baby, das so erwartungsvoll und vorfreudig in dir schlummert und bereits einige deiner Schätze kennenlernen durfte. Es möchte dich nun und deine Schatztruhe ganz interessiert noch mehr kennenlernen. Es hat mitbekommen, dass du diese spannende, so geheime Truhe geöffnet hast
und möchte dir eine kleine Botschaft mit in diesen innigen Moment senden. Meine geliebte Mama, was für ein magischer Moment das Öffnen deiner Schatztruhe doch war. Voller Vorfreude habe ich all deine Bilder und Gefühle in deinem Bauch erwartet und wahrgenommen. Alles, Mama, möchte ich über dich und von dir erfahren. Wie du die Welt wohl betrachtest, was wird dir wohl wichtig sein? Mama, wer bist du? Und was macht dich zu diesem so einzigartigen und besonderen Menschen für mich? Ich freue mich, alles aus deiner Schatztruhe zu erfahren. Und auch ich werde meine kleine Schatztruhe auf meiner Reise in diese Welt im Gepäck haben, Mama. Meine Schatztruhe mit all meinen Wünschen, Bedürfnissen, Gefühlen und Weltvorstellungen. Meine Schatztruhe wird noch etwas leerer und freier sein als deine Mama. Ich lasse mir bewusst noch sehr viel Platz darin, da ich sie liebend gerne gemeinsam mit dir befüllen möchte. Mama, wollen wir unsere beiden Truhen zusammenlegen und eine große, wunderschöne Truhe daraus erschaffen? Eine Truhe der Akzeptanz und der Verbundenheit? So wie wir beide uns so einzigartig entfalten dürfen und doch eine Einheit bilden. Wir beide, Mama. Eine Truhe der Liebe und des Vertrauens, in die wir unsere kleinen Geheimnisse legen und wir sie immer wieder öffnen können, wenn wir uns nach Wärme und Liebe sehnen. Eine Truhe, die keine Grenzen kennt und beim Öffnen heller scheint als alles, was wir uns nur vorstellen können. Mama, so wie auch unsere Liebe und unser Liebesband heller scheint als der hellste Stern am Himmelszelt. Lass mich teilhaben an der Fülle und dem Glanz deiner Schatztruhe, Mama, und freue dich auf den Inhalt meiner Schatztruhe. Ich kann es kaum erwarten, dir die Inhalte meines Seins vorstellen zu dürfen und noch mehr von dir zu erfahren, Mama. Deine Gedanken und deine Gefühle darf ich ja jetzt nun schon ein wenig in meinem Zuhause unter deinem Herzen erfahren und erspüren. Ich genieße es, dich so ehrlich und frei zu erleben, Mama, und ich bin so stolz auf dich. Du, Mama, du bist die beste Mama der Welt für mich. Danke, dass ich ein Teil von dir sein darf. Danke, dass du deine Truhe für mich geöffnet hältst und dass du dich öffnest für all das Neue und Ungewisse, Mama, das ich dort hineinlegen darf. Lass uns gemeinsam unzählige Schätze sammeln und uns deren Werte immer wieder bewusst werden. Welch ein Glück, dass wir uns gefunden haben, Mama. Welch Glück, dass es dich für mich gibt. Ich freue mich so sehr auf dich, Mama. Halte nun einen kurzen Moment inne und lasse die friedliche Botschaft deines Babys auf dich wirken. Genieße einfach diesen einen Moment.
Und nun lässt dein Baby ein strahlend helles Licht über dir erscheinen. Stell es dir vor. Dieses helle Licht darfst du nun mit Liebe, Energie und Harmonie füllen. Liebe, Energie und Harmonie fließen jetzt gleich auf dich hernieder, durch dich hindurch, von oben nach unten, durch dein ganzes Körper- und Geistsystem. Und du wirst wie erneuert dadurch. Nimm nun einen tiefen, guten Atemzug in dich auf und lasse beim Ausatmen alles Negative abfließen zu Mutter Erde hin. Alles, was jetzt sich von dir loslösen darf, kann abfließen zu Mutter Erde. Sie nimmt es gütig in sich auf. Lass es gehen. Lass es los. Es hat absolut keine Bedeutung mehr in deiner Gegenwart. Liebe, Licht und Harmonie fließen durch dich von oben nach unten hindurch bis zur Erde. Und noch einmal, atme tief ein und genieße beim Ausatmen diesen wohltuenden Gedanken und lasse alles andere einfach los. Lass es vorbeiziehen, wie Wölklein am Himmel. Werde zum Beobachter deiner Gefühle und Gedanken und sage Ja zu diesem einen Augenblick. Sage Ja zu diesem Geschenk, das dir das Leben bereitet hat. Und sage Ja zu dir und deiner Einzigartigkeit. Nimm nun dieses leichte Gefühl mit zurück in die Gegenwart. Du kannst es dann später im Alltag durch einen bewussten tiefen Atemzug zu jeder Zeit und an jedem Ort wieder in dir aufleben lassen. Und durch dein bewusstes Ausatmen kannst du all das loslassen, was in dir eine Schwere hervorruft. Erinnere dich an den Inhalt deiner Schatztruhe und wie gespannt dein Baby darauf wartet, ihn noch näher kennenzulernen. Freue dich auf das gemeinsame Erschaffen neuer Schätze und auf die kleine Truhe, die dein Baby beim Ankommen auf dieser Welt mit im Gepäck hat. All die neuen magischen Momente und Gefühle, die ihr gemeinsam erleben werdet und all das Wunder, das ihr gemeinsam erschaffen habt. Freue dich über das Vertrauen, das dein Kind und dich verbindet und all die Freude und die positive Energie, die diese unvergleichbare Verbindung in sich trägt. Eure gegenseitige Liebe ist der größte Schatz und das tiefe Vertrauen, dass ihr gemeinsam all das Schöne der Welt erfahren werdet, wird euer Schlüssel dafür sein. Vertraue in dich und dein Baby. Zusammen könnt ihr alles schaffen. Und denke immer daran, du entscheidest dich bewusst dafür. Immer und zu jeder Zeit. Aus der Tiefe deines Herzens. Sage Ja und vertraue. Aus der Tiefe deines Herzens. Sage Ja zu dir und deiner Vollkommenheit. Und wenn ich nun gleich von 1 bis 5 zählen werde, dann kannst du all diese erlebten Gefühle und Eindrücke mit in diese Gegenwart und in dein Alltagsbewusstsein zurückbringen.
deine Augen dann bei 5 öffnen. Ich beginne nun zu zählen. Und 1. Du kannst nun deine Finger und Zehen bewegen. 2. Einen tiefen, guten Atemzug nehmen und dabei vielleicht lächeln. 3. Recke und strecke dich ausgiebig. 4. Noch einmal tief einatmen und deine Energie und Konzentration zurück in diese Gegenwart führen. Und 5. Augen auf. Du bist körperlich und geistig wach und erholt zurück in deinem wundervollen Leben. Lass dich überraschen, wie viel Gutes und Positives die Zukunft dir nun bringen wird.